Ja, Daniel, am Ende des Tages 1:2 verloren in Groß-Asbach. Was hat aus deiner Sicht letztlich den Unterschied gemacht? Ja gut, also wir sind, ich glaube, auch wie die Asbacher schwer ins Spiel gekommen. Wir mussten uns da erstmal reinkämpfen, aber trotz allem denke ich, dass wir die besseren Torchancen hatten. Ich glaube, wir treffen einmal die Latte, einmal im Pfosten. Ja, wie es halt manchmal so ist oder wie es oft so ist, jetzt auch in dieser Saison, wenn du dann vielleicht 1-0 in Führung gehst, dann wird es ein ganz anderes Spiel. Da müssen die Asbacher auch aufmachen hinten. Dann ja, können sie sich nicht so einmauern. Ja, von dem her, viel zugelassen haben wir nicht. Ich glaube, ich kann mich in eine Situation in der ersten Halbzeit erinnern. Aber ja, es tut natürlich weh. 2 Standards, 2 Tore. Ja. Und dann so spät, 85. Minute, das 0-1 und dann quasi in der 90. das 1-2. Ist das dann auch so eine Geschichte, wo man kurz mal über Unkonzentriertheiten nachdenken muss? Oder wart ihr nach dem 1-1-Ausgleich ein bisschen euphorisch dann doch? Das darf natürlich nicht passieren, wenn du zwei Minuten zuvor ein Tor schießt oder das 1-1 machst, dann kann es nicht sein, dass kurz danach das 2-1 passiert. Ich weiß nicht, ich glaube, die Zuteilung hat nicht ganz gepasst. Ich habe es nicht mehr richtig im Blick. Ich glaube, der stand ziemlich alleine, schießt dann ein paar Meter außerhalb von 5 aufs Tor. Ja, wie es genau jetzt passiert ist, kann ich nicht sagen. Für dich vielleicht auch ein besonderer Moment. Im letzten Duell beider Mannschaften hast du als Kapitän der Groß-Asbacher noch die Mannschaft aufs Feld geführt. Heute als Kapitän der Kickers das Team aufs Feld geführt, nachdem du hier ja auch 7 Jahre, glaube ich, gespielt hast. War schon ein besonderer Moment, oder? Ja, ich habe mich gefreut, hier spielen zu dürfen wieder, die Jungs wieder zu sehen, aber ich konnte es gut ausblenden. Für mich war heute einfach nur wichtig, dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Das hat heute nicht geklappt und ja, umso enttäuschender ist es jetzt für mich. Ja, Yannick, der Gegner jubelt und weiß wahrscheinlich gar nicht so recht, wie er das Spiel gewonnen hat. Oder andersrum gefragt, aus deiner Sicht, ihr wisst nicht so recht, warum ihr es verloren habt. Ja, sehr bitter für uns. Ich glaube, wir haben 2 unnötige Gegentore kassiert. Haben in der ersten Halbzeit eine sehr gute Chance mit dem Lattentreffer von Patrick Breitkreuz, in der zweiten Halbzeit auch von Kanica Elva, der Pfostenschuss. Ich glaube, wir waren näher am 1-0 dran gewesen, kassieren dummes 1-0, kommen gut zurück, wollen unbedingt nachlegen und kassieren in der Schlussphase wieder ein bitteres 2-1. Und so verlierst du ein eigentlich gutes Spiel von uns, unglücklich. War den Tacken zu euphorisch nach deinem Ausgleich? Erzähl ganz kurz, guter Pass nach dem Ballgewinn von Scala, glaube ich. Ja, natürlich ist man immer, wenn man das 1-1 noch macht, euphorisch, auswärts nachlegen. Wollten unbedingt noch einen Treffer machen, einen späten Treffer. Der ist uns nicht geglückt und kassieren im Gegenzug halt einen unglücklichen Gegentreffer. Aber kann man das wirklich so einfach nach dem Motto, erst hast du kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu? Ihr habt ja 2-mal Aluminium getroffen und dann die 1-0-Führung für Groß-Asbach war ein Freistoß, der an den Pfosten klatscht und von da bei Leon Bethke unglücklich an den Rücken und von da ins Tor geht. Ja, wir fahren jetzt nach Hause, machen uns natürlich alle den Kopf, lassen das Spiel nochmal durch den Kopf gehen, analysieren das Spiel und wollen am Wochenende gegen Preußen Münster wieder nachlegen und uns die nächsten 3 Punkte holen.